Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die freundliche Einladung durch die AfD. Mein Name ist Jürgen Elsässer, ich bin Deutscher und ich will nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Und es wird vor die Hunde gehen, wenn wir die da oben weiter wurschteln lassen. Um eine Zahl zu nennen, 2015 hatten wir 2 Millionen Zuwanderungen, vor allem sogenannte Asylbewerber. Im gleichen Jahr 2015 hatten wir 1 Million Auswanderer, vor allem Deutsche, aber auch fleißige Migranten, die es hier nicht mehr ausgehalten haben. 2 Millionen rein, 1 Million raus, das ist Bevölkerungsaustausch. Und wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Und ich bin in den letzten Tagen etwas optimistischer geworden, dass wir da noch was reißen können. Denn der Wahlkampf läuft eigentlich schlecht für die alten Parteien. Ja, und da kommt bei mir das alte Stichwort, es sagt der Herr zum Knecht, mein Gott, wie geht's mir schlecht? Das sagt der Knecht zum Herrn, das hört man aber gern. Also für die Mädchen ist es ja ein Spießrutenlaufen im Osten. Ich weiß nicht, ob Sie die Videos sehen auf YouTube, ja? Quedlinburg, Dessau, Bitterfeld, am Mittwoch in Torgau. Wenn Sie das Video hören, Sie verstehen die Mädchen gar nicht. Der halbe Platz pfeift. Also vorne ist der abgesperrte Bereich, da sind dann die Honorationen und die Funktionäre. Hinter der Absperrung ist es voll. Und überall die blauen AfD-Plakate, es gibt auch Kompaktplakate mit unseren schönen Titelbildern. Das Volk tobt. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, das habe ich die letzten fast 30 Jahre nicht mehr erlebt. Dass ein amtierender Kanzler oder Kanzlerin im Wahlkampf dermaßen auf den Volkszorn trifft. Ja? Aber leider nur im Osten. Achtung, Achtung, wir reden nicht im Wort. Wir reden noch genauer. Ja? Gleichzeitig haben wir die AfD mit Bombenveranstaltungen. Also am Donnerstag Pforzheim, ich komme aus Pforzheim, ja? Das ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern. Da waren bei der AfD 1.500 Leute. So eine Veranstaltung gab es dann nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Ja? Und heute in Nürnberg, wo der Bürgermeister von den Sozis die Veranstaltung mit Gauland zuerst verbieten wollte, ich glaube, da waren es auch so viele. Ja? Und jetzt haben wir die Umfragen, die AfD, vor 6 Wochen hieß es ja noch, ah, wir kriegen die AfD unter 5%, da haben die sich noch gefreut. Und jetzt haben wir die einen Umfrageinstitute 8%, zwei andere haben wir schon die AfD bei 11%. Vorgestern steht im Tagesspiegel, große Berliner Tageszeitung, Folgendes. Ich zitiere. Abgeordnete sind dieser Tage viel im Wahlbezirk unterwegs. Ein Sozialdemokrat aus den neuen Ländern macht dabei eine irritierende Erfahrung. Gerade im Haustürwahlkampf bekommt er es zunehmend mit Menschen zu tun, die ihn offen angehen. Ich spüre keine Hemmung mehr, sich zur AfD zu bekennen, sagt der Mann. Deshalb halte ich diese Partei in Umfragen für unterbewertet, nicht nur im Osten. Denn ähnliche Erfahrungen höre ich auch von anderen Bundestagskollegen. Tatsächlich ist der Mann damit in breiter Gesellschaft. Auch in der CDU trauen viele schon lange jenen Umfragen nicht, die die AfD bei 8% verorten. Vom Gefühl her sind die stärker, sagt ein erfahrener CDU-Mann aus Rheinland-Pfalz. Das war vorgestern. Das war vorgestern. Ich will ja keine Werbung für die Lügenpresse machen, aber das müssen Sie heute gelesen haben. Bildzeitung von heute, Seite 2. Kann die AfD die SPD überholen? Das heißt, da ist eine unheimliche Dynamik drin. In den letzten 2 Wochen. Da kann sich noch was bewegen. Und woher kommt die Dynamik eigentlich? Woher kommt die Dynamik? Die gestern Umfrage von INSA, Meinungsforschung,
36% der Deutschen sagen, sie wollen Merkel wieder haben als Kanzlerin. Nicht gerade viel. 39% sagen, sie wollen Merkel weg als Kanzlerin. Und dieser Effekt, dass man eine von der rauten Frau die Nase voll hat, dieser Effekt hat sich der Schulz am Anfang des Jahres zunutze gemacht. Und daher hat er sein Zwischenhoch gehabt, wo es dann hieß, Hashtag Schulz kann über Wasser gehen, dieser ganze Sankt Martin. Das war ja nur 4 Wochen. Und dann ist die ganze Schulzblase geplatzt. Und ich habe noch nie daran geglaubt. Ich habe immer gesagt, wer Schulz statt Merkel wählt, kommt nicht vom Regen in die Traufe, sondern vom Regen in die Jauche. Es geht ja nicht nur um Inhalte, sondern der Typ vom Charakter her ist einfach so unterirdisch. Ich habe mir ja wirklich letzten Sonntag diese Dings da im Fernsehen angeguckt, dieses TV-Duell. Also ich war entsetzt von dem Schulz. Und zwar nicht wegen der Inhalte, wusste vorher schon, dass der ja nichts taugt. Aber von seinem Auftreten her, wie eine Tunte ist er aufgetreten. Ja? Immer sagt er, ja, vielen Dank für die Frage. Und zu Merkel sagt er, ja, vielen Dank, dass Sie das auch so sehen. Und dann sagt er, wenn mich die Bürger zum Kanzler wählen würden, dann würde ich das machen. Ja, wo ist der Angriffsgeist? Der Mann hat überhaupt keine Eier. Und das ist nicht der Problem. Und deswegen wird die ganze Wechselstimmung, von der Schulz am Anfang profitiert hat des Jahres, wird jetzt in den letzten 2 Wochen auf die AfD übergehen. Und da ist die klare Sprache, die im Wahlkampf gesprochen wird, ist essentiell. Und ich muss sagen, das Spitzenduo wird immer besser. Die kommen immer besser in Fahrt. Also wo die Weidel gesagt hat im Interview, nach der Wahl werden wir Merkel vors Gericht stellen, habe ich gesagt, ganz genau, das muss gemacht werden. Das war ja das, wo der Trump schon bei Hillary gesagt hat im Wahlkampf, ich werde sie ins Gefängnis bringen. Und das hat ihm die entscheidenden Prozente gebracht, da gebe ich Brief und Siegel. Oder Gauland mit Frau Özoguz. Ich weiß, die heißt Özoguz. Aber okay, wir sind in Deutschland und geschrieben steht Özoguz und deswegen sage ich Özoguz. Also, wenn eine Integrationsministerin sagt, es gibt eine deutsche Kultur nicht, dann ist diese Frau wirklich in Anatolien besser aufgehoben. Und das Einzige, wo ich zugebe, und da folge ich dann dem Vorsitzenden Meuthen in Pforzheim bei seiner Rede, damit es nicht rassistisch klingt. Natürlich wollen wir nicht nur Özoguz entsorgen, sondern die gesamte Regierung rückstandslos. Also keine Angst vor klarer Sprache. Und da habe ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. In unserer Sonderausgabe, Verrat am Wähler, Geschichte und Gegenwart der Altpartei. Da werden die ganzen Parteien, mit denen wir es zurzeit zu tun haben, vorgestellt. Was sie früher gemacht haben, was sie heute gemacht haben. Und die meisten Parteien, eigentlich alle Parteien, waren ja früher besser. Es findet ja eine permanente Degeneration statt. Ja? Das Personal verlumpt ja immer mehr. Jedenfalls haben wir da sehr schöne Zitate drin von Franz Josef Strauß. Wie der geredet hat. Ja, der hat ja fast so lange geredet wie Fidel Castro. Im Bierzelt. Was hat er gesagt? Einige Zitate. Ich bin deutschnationaler und fordere bedingungslosen Gehorsam. Ich will lieber ein kalter Krieger sein, als ein warmer Bruder. Was wir in diesem Land brauchen, sind mutige Bürger, die die roten Ratten dorthin jagen, wo sie hingehören, in ihre Löcher. Und
Genscher, das war der langjährige Außenminister von der FDP. Der Genscher ist eine armenische Mischung aus marokkanischem Teppichhändler, türkischem Rosinenhändler, griechischem Schiffsmakler und jüdischem Geldverleiher. Und ein Sachse. Mit diesen Worten, und es waren nicht irgendwelche Chats oder WhatsApp-Gruppen, das gab es ja damals noch nicht. Das wurde öffentlich gesagt, im Bierzelt, in der Talkshow. Mit diesen Worten hat Franz Josef Strauß in Bayern 50 und zum Teil über 60% bekommen. Und wenn das heute in Höcke sagen würde, dann würden sie alle Nazi brüllen. Aber diese Sprache versteht das Volk und da muss die AfD weiterhin in die Richtung. Ich bin gegen jeden Extremismus. Davor muss man sich hüten. Und wir haben eine wirklich sehr gefährliche extremistische Partei. Und von der muss man Abstand halten. Und das sind die Grünen. Das ist eine verfassungsfeindliche Partei. Weil in unserer Verfassung steht drin, das Verbot des Angriffskrieges. Aber bei jedem Angriffskrieg, egal ob Jugoslawien oder Afghanistan oder Afrika oder Syrien oder sonst wo, das sind ja alles Länder, die uns nicht angreifen. So, nur der Ami sagt, wir sollen die angreifen und die Grünen sind die Ersten, die sagen, wir müssen mitgehen. Aber ich sage, dort hat Deutschland nichts verloren. Deutschland wird nicht, unsere Sicherheit, unser Vaterland wird nicht am Hindukusch verteidigt, sondern auf der Domplatte. Schön! Und ich will unsere Soldaten zurückholen aus Afghanistan, die müssen an der Grenze positioniert werden gegen die islamische Invasion. Da werden sie gekommen. Oder ihre Familienpolitik. Der Schutz von Ehe und Familie ist im Grundgesetz festgelegt. Die Grünen betreiben die Zerstörung der Familie über Gender Mainstream und sie propagieren Frühsexualisierung und damit Zerstörung unserer Jugend. Das ist verfassungsfeindlich. Das können wir nicht zulassen, dass wir von einem Bund haben. Diese Katrin Göring-Eckardt. Göring-Eckardt. Die ist ja so politisch korrekt, da fragt man sich, warum hat sie ihren ersten Namensbestandteil noch nicht abgelegt. Jedenfalls sagt die dann, also das ist neben der Claudia Roth. Neben dem Claudia Roth ist das die dümmste Kartoffel in der deutschen Politik. Ich sagte seit einem halben Jahr in jeder Rede, dass sie die dümmste Kartoffel in der deutschen Politik ist. Und ich warte darauf, dass sie mich endlich verklagt. Weil der Prozess wäre für mich so eine, man darf nicht sagen, innere Reichsparteitag oder sowas Ähnliches. Ja? Jedenfalls sagt diese Frau vor laufenden Kameras im ARD-ZDF-Frühstücksfernsehen, sagt die, Dresden, die Frauenkirche, sei von den Nazis zerstört worden. Dieses Geschichtsbewusstsein grassiert bei den Grünen, aber nicht nur da. Und vor dem Hintergrund sind wir ja froh, dass wir unseren Björn Höcke haben, der ab und zu mal einen Gegenakzent setzt. Was er in der Dresdner Rede gesagt hat, die dann skandalumwittert war, von wegen 180 Grad Wende in der Geschichtspolitik. Okay, es müssen nicht 180 Grad sein. Mir würden schon 100 Grad genügen. Aber manchmal muss man 180 Grad verlangen, um 100 Grad zu bekommen. Tatsächlich müssen wir weg von diesem nationalen Masochismus, wo die ganze über 1000-jährige deutsche Geschichte immer auf 12 dunkle Jahre eingedampft wird und wir bis ins dritte und vierte Glied, auch Leute wie wir, die viel später geboren sind, dann die Schulden der Väter und Großväter tragen sollen und wir sollen das schlimmste Volk der Welt sein. Nein, das machen wir nicht mit.
Da muss man gegen ansetzen. Und wir sind doch keine Leute, die den Holocaust leugnen. Das macht doch keiner in der AfD oder in der Pegida oder sonst wo. Der Höfli hat ja nur eine Frage gestellt. Warum haben wir so ein Denkmal inmitten der Hauptstadt? Wo ist denn das Denkmal für die ermordeten Indianer in Washington? Oder wo ist das Denkmal für die ermordeten Armenier in Ankara? Oder wo ist das Denkmal für die ermordeten Dresdner in London? Jawohl, bravo! Für mich ist vorbildlich die Kinderhymne, die Bertolt Brecht, immerhin ein Kommunist, geschrieben hat und wo die Zeile drin vorkommt: und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Wir wollen gleichberechtigt sein. Stichwort klare Sprache. Man muss doch mal deutlich machen, und das hat nichts mit Reichsbürger zu tun, ich halte von dieser Reichsbürgersache gar nichts, aber man muss doch mal deutlich machen, das, was wir im Augenblick als Bundesrepublik abgekürzt BRD haben, das ist eigentlich nur eine Schrumpfform von Deutschland. BRD heißt, dass ein GEZ-Verweigerer, und sei es eine Mutter, der wird ins Gefängnis gesteckt, aber ein Islamist, der von der Polizei gesucht wird, gegen den es Verdachtsmomente gibt, noch und nöcher, der ist auf freiem Fuß. Special Guest. Diese BRD wollen wir nicht, wir wollen das gute Deutschland vor 89 zurück. BRD heißt, dass ein Harzer, wenn er Deutscher ist, sich auf dem Jobcenter nackig machen muss. Der muss laufend antanzen und diesen und jenen Beleg beibringen, damit er seine paar Kröten kriegt. Aber gleichzeitig der Asylant oder Scheinasylant, der geht aufs Amt, der braucht gar keine Nachweise, der braucht keinen Pass, der muss noch nicht mal Arabisch können, wie wir jetzt sagen. Das Geld in manchen Bundesländern auf 2 oder 3 Monate im Voraus Cash ausgezahlt. Diese BRD wollen wir nicht, wir wollen das gute Deutschland zurück. Und BRD heißt, dass, ich glaube, es war im letzten Jahr, ein Deutscher aus Koblenz, der auf Facebook geschrieben hat, er findet Claudia Roth ekelhaft. Also er hat seine Empfindung ausgedrückt. Der wird zu 3.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Und im gleichen Monat ein Türke aus Hamburg, der geschrieben hat, die Deutschen sind eine Köterrasse. Das war dann keine Volksverhetzung. Und der lief als freier Mann ohne jede Strafe aus dem Gerichtssaal. Diese BRD wollen wir nicht, wir wollen das gute Deutschland. Sie wissen vielleicht, dass ich gar nicht in der AfD bin. Ich bin parteilos. Und über Kompakt hat die Lügenpresse geschrieben, wir seien das Kampforgan der AfD. Aber wir sind eine unabhängige Zeitung. Von Moskau finanziert. Genau. Und ich bin zum Beispiel der typische Wechselwähler. Was ich schon alles gewählt habe in meinem Leben. 1980 habe ich zum ersten Mal gewählt. Da habe ich die Deutsche Kommunistische Partei gewählt. 1982 habe ich die Grünen gewählt. Kann man fragen, was schlimmer war. Dann habe ich immerhin 23 Jahre nicht gewählt, bis 2005. Dann habe ich, weil im Jahr 2005 der Oskar Lafontaine von der SPD ausgetreten ist und zu den Linken, damals PDS, übergetreten ist, und weil ich den Lafontaine eigentlich nie schlecht fand, habe ich die Linken gewählt. 2009 habe ich die Piraten gewählt. Ich bin ziemlich flexibel. Meine Devise war immer, man muss eine gewisse Unruhe reinbringen, damit diese bleierne
Schwere, dieses Alternativlose, damit es aufbricht. Und da habe ich Verschiedenes ausprobiert und ich bin immer auf die Schnauze gefallen. Trotzdem sage ich Ihnen, als gebranntes Kind, bei der Wahl, wo wir jetzt haben, müssen Sie alle die AfD wählen. Da gibt es keinen Weg, weil nur die AfD weiß zu der drängenden Frage, der Schicksalsfrage in Deutschland eine Antwort, nämlich Grenzen dicht und der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ist die AfD die einzige? Und ich kann Ihnen nicht versprechen, das kann Ihnen niemand versprechen, ob die AfD nicht in 2, 3, 4 Jahren vor die Hunde geht, so wie die Grünen vor die Hunde gegangen sind oder die Piraten, weil sie natürlich Leute, wenn sie mal im Parlament drin sind, da gibt es viele Verlockungen und viele Erpressungen und viele Gegner, die einem den Schädel einschlagen wollen und da kann schon manch einer dann den Kurs verlieren. Deswegen kann Ihnen niemand für irgendwas eine Garantie geben. Gebe ich auch nicht. Aber ich sage, in der Wahl, nicht weil ich 100% von der AfD überzeugt bin, sondern weil ich sage, das Volk braucht einen Knüppel, mit dem es die Altparteien und die Regierung schlägt. Und dieser Knüppel ist einfach nur die AfD. Deswegen müssen wir ihn nehmen. Wir müssen die Etablierten und die Regierung das blaue Wunder bescheren und sie grün und blau schlagen mit der blauen Partei. Was kann man überhaupt erreichen bei der Bundestagswahl? Natürlich kann die AfD, es gibt jetzt Leute, die sagen, wenn wir was erreichen wollen, dann muss die Partei AfD in die Regierung. Ich warne vor diesem Kurs. Die AfD darf nicht landen am Katzentisch der Macht als Juniorpartner und Steigbügelhalter für die Union. Das wäre das Ende der AfD. Die Seele der Partei ist die Opposition. Und sie wird gewählt, weil die Leute die Nase voll haben vor den Blockparteien und endlich mal was anderes haben wollen. Und dieser Charakter des ganz anderen muss erhalten bleiben. Die Frage ist natürlich, wenn sie nicht in die Regierung geht und wenn sie auch nicht stärkste Partei wird, was bei allem Respekt für die Aufholjagd jetzt in diesen Tagen unwahrscheinlich ist. Was kann man dann überhaupt erreichen in der Opposition? Und es gibt Leute, die behaupten, Franz Müntefering hat ja das goldene Wort geprägt, Opposition ist Quark, nur regieren ist gut. Aber das ist typischer Sozi-Quatsch. Man kann in der Opposition sehr viel erreichen. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Die Grünen in den Anfangsjahren, die waren ja von der Gründung 1980 bis 1998 im Bund in der Opposition. Die haben immer Prozentsätze gehabt von 5, 6, 8, 9 Prozent. Trotzdem haben sie in dieser Zeit aus der Opposition raus ihre wesentlichen Ziele in der Atompolitik durchgesetzt, nämlich damals sollten 100 Atomkraftwerke gebaut worden werden, Anfang der 80er Jahre. Die Grünen haben so einen Druck in der Opposition gemacht, nicht in der Regierung, dass kein einziges mehr gebaut worden ist. Das heißt, die haben den Atomkraftwerksneubau auf Null gebracht. Und wenn die Grünen, ich rede von der Methode, ich rede nicht gut über die Grünen, ich rede gut über die Methode. Wenn die Grünen es geschafft haben, den Atomkraftwerksneubau auf Null zu bringen aus der Opposition, dann kann die AfD auch aus der Opposition raus die Zuwanderung auf Null bringen. Das ist möglich. Und ich sage nicht Obergrenze 200.000 wie der Seehofer, ich sage Zuwanderung null und dann konsequente Abschiebung. Das heißt, die Obergrenze ist eine 200.000. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Der Brexit. Der Brexit ist seit der Wiedervereinigung die größte positive Entwicklung in der europäischen Politik. Ja. Wie
kam der Brexit zustande? In Großbritannien gibt es genauso wenig wie in Deutschland ein Recht auf Volksentscheid. Also wir haben es in den Ländern, aber nicht im Bund. Die haben es, glaube ich, gar nicht. Wie kam es überhaupt zu diesem Referendum? Es kam dadurch, weil es in Großbritannien eine ähnliche Partei wie die AfD gibt, nämlich die sogenannte UKIP, United Kingdom Independent Party, britische Unabhängigkeitspartei. Die hatten immer so wenig Prozent, dass sie noch nicht mal im britischen Unterhaus vertreten waren. Aber im Jahr 2014, das hängt viel mit der Europolitik zusammen, aber auch schon mit den Flüchtlingen, im Jahr 2014 haben die es bei den Europawahlen geschafft, zur stärksten Partei auf der Insel zu werden. Das heißt, die haben 2014 mit 27% sowohl Labour Party wie Konservative hinter sich gelassen. Und diese Unabhängigkeitspartei hat immer gefordert, das Wichtigste ist Austritt von Großbritannien aus der EU. Und dann hat der Cameron, der damalige Premier von den Tories, hat so Angst bekommen, dass die auch bei der nächsten Unterhausauswahl so stark werden, dass er vor lauter Angst von sich aus das Referendum angesetzt hat. In der Illusion, er würde gewinnen. Aber es kam anders. Sobald das Volk spricht, spricht es nämlich vernünftig. Und das ist mein Konzept, wie dieses Deutschland wieder instand gesetzt werden kann. Wir werden das wahrscheinlich parlamentarisch nicht mehr hinkriegen, weil als Juniorpartner ist die AfD verloren. Größte Partei wird sie erstmal nicht so schnell werden. Also müssen wir losgehen auf die Schweizer Lösung, das heißt die Mehrheiten sichtbar machen über Volksentscheide. Wir haben 2/3 der Deutschen, die sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Leider wird höchstens 1/3 der Deutschen die AfD wählen, wahrscheinlich sogar noch weniger. Das heißt, wir müssen diese 2/3 sichtbar machen und die können wir nur sichtbar machen über Volksentscheide. Das heißt, das Erste, was ich von der AfD mir wünschen würde im Bundestag, dass sie dann ihre Macht nutzt, um ein Gesetz für Volksentscheide auf Bundesebene einzubringen, damit wir Lösungen aus dem Volk, durch das Volk und für das Volk von unten her durchsetzen können. Und dazu muss die AfD am 24. September so stark wie möglich werden. Ja, ich habe nicht die Illusion, dass die AfD am 24.09. Mehrheitspartei wird. Und ich bin ein strikter Gegner davon, dass sie als Juniorpartner in die Koalition eintritt. Aber was sie erreichen kann, ist, dass sie so stark wird, wie die UKIP in Großbritannien, dass sie den Regierenden Angst macht, dass die Regierenden endlich diese Volksentscheidslösung zugeben und dass dann der Souverän direkt nach Schweizer Vorbild sprechen und seine Ziele durchsetzen kann. Das es sind noch 2 Wochen bis zum Wahl. Wenn die AfD so bravourös weiterkämpft, wie ich sag mal in den letzten 2-3 Wochen, dann ist da noch eine Menge Luft nach oben. Ihr müsst aber zusammenhalten, ihr dürft euch nicht verstreiten, diese Ansätze, Leute ausschließen zu wollen, wie den guten Björn Höcke, sind für die Katz. Was man jetzt braucht, ist die Einheit der Partei und die Einheit von parlamentarischer Partei und außerparlamentarischer Bewegung. Ganz im Sinne unserer Nationalhymne, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Ich danke euch.